Willkommen zurück zu Wir schauen Shorts. Wenn man die Uhr umstellt, um länger zocken zu können, kennen wir alle, wir gehen rein. Penn, denk dran, wir müssen morgen um 6 Uhr raus, du kannst nicht die ganze Nacht zocken. Ja, alles gut, wir haben jetzt 22 Uhr, ich mache noch 2 Stunden, dann gehe ich pennen. Alles gut. Wildes Game, ey. Oh, verdammt. So sollte passen. Nice. Bisschen Zeit habe ich noch. Boah, du zockst. Wie schnell er den Wecker umgestellt hat. Ist ja immer noch, wie viel Uhr haben wir? 9:30, ich bin doch um 9:30 schlafen gegangen. Kommst du schon wieder? Schlaf. Oh, okay. Ah, ist geil. Okay, wir gucken weiter. Du solltest mit dem komischen Nachbarskind spielen. Oh ja. Wobei, ich war in unserem Fall das komische Nachbarskind und meine Nachbarin musste immer mit mir spielen. Aber okay, wir schauen rein, wie komisch wir sind. Geh mal mit dem rausspielen, los. Nee, der ist komisch. Du gehst halt. Nein, ich will nicht mit dem spielen, der ist komisch. Es ist ein ganz normales Kind, wie du auch. Ja, dann guck doch mal, was der da macht. Guck doch mal, was der macht. Ninjutsu. Ey, das ist cool. Okay, sehr gutes Video. Dieser Mann schlich sich an einen riesigen Löwen heran und es lässt sich Böses ahnen. Er versuchte unbemerkt an das Tier heranzukommen und packte seine Beine. Doch verwunderlich ist, dass der Löwe ihn nicht angriff. Doch es ist alles ganz anders. In Wirklichkeit sind der Löwe und der Mann beste Freunde. Sie spielen miteinander und haben eine tolle Zeit. Der Mann hat eine einzigartige Beziehung zu dem Löwenrudel und schenkt ihnen viel Liebe. Ich will auch so ein Haustier. Boah, das wäre so cool, hätte ich einfach so einen Löwen im Garten und der chillt da einfach. Und dann könnte ich mit dem kuscheln gehen so. Ich habe eine Katze, ja, aber die ist halt so. Und Löwe wäre halt so. Ich habe ja auch hier einen Löwen tätowiert, ne? Man sieht es ein bisschen. Darum, ja, das ist Löwe. Die Löwen genießen ihre Streicheleinheiten und kuscheln gerne mit... Sollte man natürlich nicht als Haustier haben, klar. Aber die Vorstellung wäre schon cool. ...dem Mann, da sie sich so richtig entspannen können. Jeden Tag machen sie etwas Aufregendes zusammen, was ihre Bindung stärkt. Wenn du dir auch einen Löwen als Haustier wünschst, abonniere. Ja, okay. Hä, wie squatten die denn? Also, ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, gefallen euch diese Gym-Ausschnitte, wenn wir immer diese Gym-Videos anschauen? Weil ich selber, ich trainiere ja ab und zu. Und das sieht immer, also in meinem Fitnessstudio wird es nie vorkommen. Man spottet so rum nicht. Also, völlig Quatsch. Zu 100% ihren Spotter. Und es sieht anfangs so aus, als würde sie einen ganz normalen Satz machen. Doch gegen Ende kann man sehen, dass sie echt Probleme mit dem Gewicht hatte. Sie sagte zu ihnen, ey, das fühlt sich viel schwerer an irgendwie. Daraufhin hat er einfach geantwortet, ja, ich weiß, denn ich habe extra mehr Gewicht drauf getan. Du hast jetzt dein PR geknackt. Und an ihrem Blick kann man sehen, dass sie es selber nicht passen konnte. Am Ende sind viele Sachen einfach mehr Kopfsache, als wir denken. Okay, der Sprecher, der das sagt, hat auf jeden Fall recht. Aber dass man so spottet, also niemals macht man das. Mach das bitte so nicht. Wir schauen weiter. Hallo, Notrufzentrale. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo. Hallo, ich brauche Hilfe. Okay, und? Es ist dringend, bitte. Haben Sie Leckerlis dabei? Was? Hören Sie zu. Ohne Leckerlis mache ich einen Scheißdreck für Sie. Hilfe. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nein, ich mein's ernst. Ich brauche dringend Hilfe. Nein, ich mein's ernst. Ich brauche dringend Hilfe. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ich bin gerade am Sterben. Ich brauche Hilfe. Und ich soll dir helfen? Digga, ich bekomme schon einen Herzinfarkt, wenn mein Besitzer zu laut furzt. Ich brauche eigentlich Hilfe. Geh jemand anderen fragen. Sind eure Haustiere auch so? Also meine Katze wäre 1:1 genauso. Die 7 schlechtesten Fortnite-Waffen. In der Geschichte von Fortnite. Nummer 7, Six-Shooter. Stimmt, die ist absolut dog. Diese Waffe ist so schlecht, dass Spieler lieber mit der Pickaxe in die Fights gehen, als das alte Schießeisen mitzunehmen. Welcher Psychopath hat diese Waffe gespielt? Nummer 6, Crossbow. Egal. Crossbow war aber gar nicht so schlecht, vor allem mit explosiver Munition. In welcher Ausführung? Der Crossbow war einfach komplett ass. Abgesehen davon, dass man mit dem Bogen lautlos geschossen hat, konnte die Waffe absolut nichts. Ein Kill mit dem Bogen ist Real Talk schwieriger als Unreal zu erreichen. Eben, man hat 70 Damage mit dem Bow gemacht und man wusste nicht, wo der war und so. Der war nicht so schlecht. Nummer 5, Dual Fiend Hunters. Kein Mensch hat diese Waffe mitgenommen, wenn er sie gesehen hat. Okay, da musste ich ehrlich sein, die habe ich nie gespielt. Ich glaube, zu der Season habe ich nicht mehr Fortnite gespielt. Im Fernkampf nichts getroffen und im Nahkampf viel zu schwach mit 31 bis 34 Schaden pro Hit. Zum Glück landete das Teil nach Kapitel 2 Season 8 direkt wieder... Kapitel 2 Season 8 habe ich gespielt. Ich habe Chapter 1 Season 7 angefangen. Warum kenne ich das nicht? Tresor. Nummer 4, Uhrzeitpistole. Im Gegensatz zu Uhrzeitschrotflinte, die geisteskrank OP. Richtig. War die Pistole aus Kapitel 2, Season 6 eine der schlechtesten Waffen aller Zeiten. Jo, Nummer 3, kinetischer Boomerang. Am Anfang war die Waffe eigentlich noch ganz cool, bis Epic sie dann in einem Update genervt hat und du sie dann komplett vergessen konntest. Nummer 2, Eierwerfer. Die Munition sind einfach Ostereier und so geisteskrank unförmig, weshalb man null predikten kann, wo die Shots landen. Nummer 1, Recycler. Was soll... der Recycler ist... Also,
Ich meine aber, ich habe ein Video gesehen, da haben die Recycler gespielt und es war krass. Aber das war so Bug-Abuse, glaube ich. Das Ding überhaupt darstellen. Na, okay, cooles Video trotzdem. Lass ein Like da. Stadtkind fährt durchs Dorf. Kam hart zu schnell. Entspann dich. Ich sag's ja nur, nicht, dass hier Blitzer sind. Ich kenne mich hier aus, hier gibt's sowas nicht. Ja, vielleicht ist hier aber einer aufgestellt oder so. Oh, pass auf, da ist einer. Das ist eine Mülltonne. Ach so, sorry, sah wie einer aus. Oh, mach langsamer. Warum denn? Da hinten ist ein Caddy, da könnte ein Blitzer drin sein. Der Einzige, der da drin sein könnte, ist der Werner. Werner? Ja, ab und zu versteckt er sich vor seiner Frau. Oh, okay. Oh, da ist aber wirklich einer. Ah, das stimmt. Oh, ey, du fährst zu schnell. Aber es geht noch schneller. Oh, du bist viel zu schnell, das wird teuer. Der hat nicht geblitzt? Entspann dich doch, das war nur eine Attrappe, um sowas wie dich abzuschrecken. Hey. Ja, der kennt sich auf jeden Fall in seiner Stadt aus. Sehr, sehr wichtig. Ich mache jetzt die dümmste Mc's-Bestellung aller Zeiten. Okay, wir nehmen jetzt erstmal den Big Mac hier und ballern den mit allem zu, was geht. Den haben wir drin. Wir nehmen einen Cheeseburger und entfernen den Käse. Mal schauen, ob wir dann wirklich... Hey, schlau eigentlich, ne? Wäre ein ganz normaler Burger. Bin gespannt, ob er einen Burger bekommt oder einen Cheeseburger ohne Käse. Hey, hey, verrückte Idee. Ich einfach nur einen Hamburger bekommen. Nehmen wir den Big Tasty Bacon und machen den mal so gar nicht tasty. Wir werden jetzt einfach... alles, was der so drauf hat, eliminieren. Mal gucken, was da am Ende noch übrig bleibt. Ach, da sind unsere drei Prachtexemplare. Beim Big Mac guckt hier schon alles raus, aber den gucken wir uns am Ende an. Wir fangen mit dem Big Tasty Bacon an. Schauen, was von dem noch übrig geblieben ist. Okay, der Big Tasty Bacon ist jetzt offiziell Patty und Brötchen. Also es ist trocken. Jetzt unseren Cheeseburger, der hoffentlich einfach nur ein Hamburger ist. Es ist auf jeden Fall ein Cheeseburger-Wrap und ich würde sagen, es ist halt ein Hamburger, oder? Ein Hamburger. Big Mac. Ihr seht es zuerst. Er fällt auseinander. Ich versuche den mal aufzustapeln. Oh. So sieht es aus, wenn ihr einen Big Mac auf Steroiden bestellt. Ich habe zum Glück... Hätte ich jetzt... Also Real Talk, Big Mac ist das Beste, was es bei McDonald's gibt. Wenn es da Gutscheine gibt, kann theoretisch möglicherweise sein, dass ich das gerne esse. Viel Hunger mitgebracht. Wo soll ich noch dumme Bestellungen machen? Ah, es waren schon echt dumme Bestellungen. Aber der am Ende, der Big Mac, sah echt gut aus. Wenn die Frau erwartet, dass der Mann bei der Hochzeit weint. Ich bitte irgendwie zum Weinen bringen? Was? Da vorne betritt gleich meine wunderschöne zukünftige Frau die Kirche und sie hat mir ganz deutlich gesagt, wenn ich nicht weine, wenn sie reinkommt, dann wird sie wieder umdrehen. Ja, dann beeil dich mal, die wird jeden Moment hier reinkommen. Ich weiß, aber ich weine so gut wie nie. Kennst du Hachiko, den Hundefilm? Mm-mm. Oh, das ist so traurig. Hey, nicht du sollst weinen. Hast du irgendwas anderes? Du machst es einem aber auch wirklich schwer. Bitte, sie wird jeden Moment reinkommen und so enttäuscht sein. Ja, hast du das mit GTA gehört? Was ist mit GTA? Naja, GTA 6 kommt ja nach Ewigkeiten Entwicklung dieses Jahr raus. Aha. Ja, den Berechnungen zufolge, wenn die immer so lange brauchen für einen neuen Teil, dann werden wir den 10. GTA-Teil niemals erleben. Hm? Wir werden GTA 10 nicht mehr erleben? Wahrscheinlich nicht. Wie kannst du das sagen? Ich glaube, es funktioniert... Ist alles gut? Ich glaube, das verkrafte ich nicht. Ich sag die Hochzeit lieber ab. Bro? Okay, das ist sehr schnell eskaliert. Aber ganz ehrlich, wir warten bis heute auf GTA 6. Und überlegt mal, was alles zwischen GTA 5 und GTA 6 passiert ist. Und wir haben immer noch kein GTA 6. Wir haben nur einen Trailer. Ein Trailer. Kein Gameplay. Ein Trailer. 2023 in einer Klasse. So, hier ist ja aufs Neue. Wir kontrollieren die Anwesenheit. Gönner G mit Dingen. Ja, ist cool. Und als nächstes Riss hier. Sie haben übrigens wunderschöne Augen, Frau Juan. Findest du echt? Du kommst später zum Nachsitzen. Digga! Dann haben wir noch NPC. Rosen riechen gut und Geld schmeckt gut. Rosen riechen gut und Geld schmeckt gut. Hallo, Alter! Dann für den Cowboy-Hut. Reiten macht Spaß. Starkes Video. Reiten macht Spaß. Was? Ist das ein Trend? Oder? Ach, der ist einfach nur komisch. Und als letztes haben wir schon wieder Slay. Oh mein Gott, yes, girl, ich bin die Beste. Nein, nicht dieses Jahr. Jawohl, Tyler. Jawohl, Tyler! Was hast du gemacht? Darf er so? Darf er so? Daniel, raus! Crazy. Da kommt einfach Daniel auch noch rein. Alle da in dem Video, stark. Plattout Play. Ich habe eine ganz normale Public-Solo-Runde gespielt und bin bei Fencing Fields bei der Medusa gelandet, bei der man sich in einen Gegenstand verwandeln kann. Im Anschluss daran habe ich vor mir Munition, Minis und sonstige Sachen gedrückt. Ich check, okay. Und dann kam auch schon der erste Gegner. Ich bin Briefkasten. Ah, er läuft vorbei. Er läuft vorbei! Die okay. Wand neben mir! Ich hab mich noch als Briefkasten geändert! Oh mein Gott! Der Briefkasten voll random da, ne? Der Bot ist neben mir!
Und nachdem dieser Spieler wieder durchgezogen ist, ist auch meine Verkleidung leider wieder weggegangen, weswegen ich dann bei der Medusa mich wieder neu verkleidet habe. Im Anschluss daran habe ich mich wieder hingesetzt und der nächste Gegner kam vorbei. Okay, es kommt einer. Es kommt einer. Und jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hätte ihn schon full piecen müssen. Ach komm, egal, gib trotzdem Like. Okay, der fällt in den Pool, zeig mal. Durch eine verrückte Challenge viral gehen und so kam er auf die Idee, das teuerste iPhone unter Wasser zu öffnen. Das Ergebnis wird dich vielleicht sogar schockieren. Hm? Die Verpackung unter Wasser zu öffnen war absolut kein Problem. Und auch das Einrichten ging komplett ohne Fehler, während er unter Wasser war. Er hat sogar fertig eingerichtet. Was, man kann unter Wasser sein Handy laden? Nee. ...bekommen und wurde unter Wasser angerufen. Das Problem war aber, dass er gerade mal 400 Likes auf dem Video hatte und es nicht viral ging. Aber was findest du besser, Apple oder Android? Ja, okay, dafür hat das Video, wo du erklärst, was er macht, 125.000 Likes. Das ist crazy. Der Arme. Oh, Alpi, let's go. Was passiert heute? Gibt es etwas, was Sie mir mitteilen möchten? Nö, deshalb haben wir ja auch geflüstert. Dann unterlassen Sie ab sofort das Geflüstere, denn hier vorne spielt die Musik. Wie Sie sehen, haben wir beide keinen Bock auf Scheißmusik. Das habe ich nicht gesagt und das hat er gesagt. Wissen Sie was, Herr Santi? Ich glaube, nein, ich bin mir schon sicher, dass Sie schuldig sind. Deine Mutter ist schuldig. Okay, jetzt reicht's. Dafür lasse ich Ihnen 200 Euro Bußgeld aufschreiben. Haben Sie sich unter Kontrolle? Hm, was ist? Haben Sie noch was hinzuzufügen? Eigentlich schon. Am liebsten würde ich Ihre ganze Sippschaft beleidigen, aber bei den Bucherpreisen lieber nicht. Richter, bitte sehen Sie eine Strafe hinweg. Mein Mandant hat sich nicht unter Kontrolle. Ja, genau. Ich hab Tourette, Sie Wichser. Wow. Sind Sie? Er beleidigt unbewusst. Er ist dement. Er ist sich nicht drüber im Klaren, was er sagt. Hm, alles unbewusst, Sie Steckdosenbefruchter. Wow. Wir Fortnite? Zeig her, komm. Gleiter Pay to Win. Alle Pro-Spieler benutzen ihn. Aber warum eigentlich? Das Ding ist, dass seit den Anfängen von Fortnite in 2017 Pros versuchen, den optimalen Gleiter zu finden. Als Fortnite begann, competitive zu werden, nutzten fast alle Pros die klassischen Regenschirme. Die Spieler dachten, die Schirme machen ihre Hitbox kleiner. Aber das war nur der Anfang. Der Marvel Dragacorn Gleiter kam in den Itemshop und jeder Pro hat ihn direkt genutzt. Der Grund? Die Animation des Gleiters, wenn man ihn öffnete, machte es Gegnern unfassbar schwierig, einen zu hitten. Da den Gleiter so viele Pros benutzt haben, musste Epic sogar die Animation ändern und... Boah. Oh, schon crazy, ne? Du kaufst dir einen Skin im Shop wegen dem Vorteil und Epic patcht den einfach. Kann ich den dann theoretisch zurückgeben? Wäre nur fair. Bietete den Spielern dafür eine Erstattung an. Dieser Vorfall hat Pros aber... Ah, hat er gerade gesagt. Mit Erstattung, okay. Den habe ich sogar. Die habe ich auch ewig gespielt. Damit konnte man richtig geil gleiten. Nicht daran gehindert, andere Standgleiter, die die Meta wurden, zu benutzen. Bis eines Tages dieser neue Gleiter erschienen ist. Der Matrix-Gleiter. Dieser Gleiter zoomt von deinem Charakter weg und ermöglicht dir, mehr von der Umgebung zu sehen. Das Problem bei diesem Gleiter waren allerdings die riesigen Tentakel, die deine Sicht gleichzeitig auch eingeschränkt haben. Als dann der Wintry World Geek Gleiter rauskam, haben Pros ihre Chance gerochen und waren der Meinung, den perfekten Gleiter gefunden zu haben. Mit diesem Gleiter siehst du gefühlt die halbe Map, während du durch die Luft gleitest. Das sieht so kacke aus, ich würde die trotzdem nicht spielen. Ich als Vater, wenn der Sohn zum anderen Ufer wechselt. Ich will was erzählen. Okay. Lass uns doch erstmal was zu trinken bestellen. Es ist aber wirklich wichtig. Für den Papa bitte ein Bierchen, ne? Und für den Sohnemann denke ich mal genau dasselbe. Nee, für mich bitte ein Radler. Oh. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich mag Bier nicht so gerne. Ich brauche noch ein bisschen was Fruchtiges. Sohnemann, jetzt pass mal auf. Keiner meiner Söhne trinkt jemals Radler anstelle von richtigem Bier. Haben wir uns da verstanden? Hä, warum denn nicht? Nein, Ende der Diskussion. Gut, dann nehme ich halt Erdbeerlimes. Als nächstes bestellt er noch einen Wein. Kann ich dich gleich zurückrufen? Was war das für ein Klingelton? Von 24 Tim, aber nicht falsch verstehen. Ich habe eine Wette verloren. Ach ja, du wolltest mir ja noch irgendwas erzählen. Naja, ich wechsle jetzt zum anderen Ufer. Papa, alles okay? Warum, Sohnemann? Meine Freundin und ich haben auf der anderen Rheinseite eine echt gute Wohnung gefunden, damit wir zusammenziehen können. Ja, dann freut mich das. Ich komme euch mal besuchen auf der schlechteren Rheinseite. Okay. Okay, cooles Video. Hat mich hops genommen, sage ich ehrlich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, wir reagieren auf Shorts.